Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute vielleicht so ein bisschen weihnachtlicher. Zumindest ist das rot weihnachtlich. Ich habe eigentlich ja noch gedacht, dass ich meinen Hintergrund demnächst weihnachtlich gestalte, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das zeitlich hinkriege. Wer mir auf meinem Vlog-Kanal folgt, weiß, dass es ziemlich viel zu tun gibt momentan. Thema Hausbau, Urlaubsplanung und so weiter und so fort. Darum soll es aber heute eigentlich gar nicht gehen, denn ich habe heute wieder eine eurer Lieblingsformate, und zwar Männerklamotten kombinieren. Ich tobe mich nämlich unheimlich gerne an dem Kleiderschrank von meinem Freund Damian aus und ich freue mich schon extrem darauf, wenn wir das ausmisten. Vielleicht nehme ich euch da auch einfach auf meinem Vlog-Kanal mit, falls ihr meine Vlogs auch noch nicht kennt. Den Vlog-Kanal verlinke ich euch direkt einmal hier und auch unten in der Infobox. Und diesmal war es genauso wie bei den letzten Malen auch, dass Damian mir 4 verschiedene Dinge ausgesucht hat, die ich in dem Video kombinieren darf. Also es ist schon so eine kleine Challenge geworden, aber ich hoffe sehr, dass euch die Outfits gefallen. So, guten Morgen. So, wir wirklich geschlafen. Wir stehen mal wieder vor Damians Kleiderschrank und Damian sieht verknittert aus nach Mittagsschlaf. Das ist okay. Nach Mittagsschlaf darf man so aussehen. Ich dachte, was für die Sophia aussuchen. Ja. Hast du schon, ein Hemd mitgegeben? Hast du mir schon mal mitgegeben. Aber natürlich nicht alle. Oh, das ist viel zu große Hemd. Ein viel zu großes Körperhemd. Das soll ich mitnehmen. Ist dir das zu groß? Sie. Passt dir das? Ja. Das finde ich schön. Darf ich das haben? Nein. Darf ich das zerschneiden? Nein. Damians Kleiderschrank wird so langsam mau. Ja, ich gehe nicht shoppen. Du hast Videos. Nee, nicht so viele Hosen. Ah, die ist auch cool. Nein, eine andere Hose. No. Die nehmen wir. Könnte es auch was Schönes sein. Weil es so trendy ist, Marken tragen. Ja. Ein bisschen sauer machen, ich bin ein bisschen eingestaubt. No. Aber... Oh. Das ist viel zu groß. Alles cool. Oh. Hast du auch noch irgendwie ein Shirt oder sowas für mich? Ja. Das da. Okay. Das da? Wo ist oben rein? Wo ist Eingang? Das ist ja fast wie ein Kleid für mich, hey. Mit der Länge. Das ist ein Kleid. Yo. Jetzt ist der Moment, wo die Brille eingeblendet wird. Damit hat es mir ehrlich gesagt nicht so einfach gemacht. Fangen wir doch einfach mal mit diesem übergroßen Sweatshirt an. Und zwar dem mit so einer Markenaufschrift. Das ist ja wirklich sehr, sehr trendy. Wird sehr viel benutzt momentan, beziehungsweise schon seit 1-2 Jahren. Wenn ich mich richtig erinnere, große Logos von irgendwelchen Marken. Ich weiß noch nicht mal, ist die Marke bekannt? Keine Ahnung. Er ist schwarz, er ist wirklich gar nicht so klein. Ich nehme mal an, dass es Männergröße S. Oh, es ist sogar M, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Als ich den hatte, dachte ich so, oh mein Gott, Sophia, das wirst du nicht hinkriegen, irgendwie cool zu machen, weil es irgendwie sehr sackförmig ist. Dann habe ich mich aber an mein Video erinnert, wo ich euch was zum Pullover-Guide erklärt habe. Wie kann man Pullover-Sweatshirts anziehen, ohne dass sie zu sehr auftragen und ohne dass man sich wie ein Kartoffelsack fühlt. Genau diese Tricks habe ich bei diesem Outfit auch verwendet. Also ich habe mich wirklich für eine Basic-Jeans entschieden, und zwar in einer Form von einer Mom-Jeans. Dann habe ich noch einen Gürtel benutzt, damit das Ganze etwas taillierter ist. Und am Anfang hatte ich wirklich Angst, dadurch, dass beides so sackförmig ist, dass es sehr, sehr komisch wirken kann an meiner Körperform. Aber dann habe ich den Pulli nochmal ordentlich reingesteckt und dann habe ich mir gedacht, okay, wir benutzen jetzt keine sportlichen Schuhe, sondern wir gehen für den eher untypischen Schuh. Ein Tipp aus meinem Styling-Videos. Wie ihr seht, ich verwende wirklich die Tipps, die ich euch vorstelle. Und deswegen habe ich dann für diese schwarzen Boots entschieden und dann nochmal ein paar eher untypische Accessoires zu so diesem sportlichen Look gewählt. Und zwar einmal diese Baker-Boy-Mütze. Ich finde diese Mütze super, ich bin total in love damit. Aber ich bin allgemein auch jemand, der sehr, sehr gerne Hüte und Mützen trägt. Und dann habe ich noch so eine Crossover-Kettentasche genommen mit diesem auffälligen Blumenprint. Ich dachte mir, Silber passt in diesem Fall ganz gut und ich fand die Kombination eigentlich echt ganz geil. Also ich fand das super cool. Das wäre ein Outfit, mit dem ich sofort auf die Straße gehen würde. Und gerade bei diesem Sweatshirt war ich wirklich extrem kritisch, ob das überhaupt irgendwie eine Kombination werden könnte. Ich würde mich übrigens auch extrem freuen, wenn ihr einfach unten in den Kommentaren mitdiskutiert, wie ihr das findet. Und vor allen Dingen würde es mich auch interessieren, wie oft benutzt ihr irgendwelche Männerklamotten? Also benutzt ihr oft Männerklamotten? Benutzt ihr Männerklamotten von eurem Freund, von anderen Freunden? Vielleicht von eurem Papa oder so? Oder kauft ihr vielleicht sogar extra in der Männerabteilung? Also selbst das kann ich euch mittlerweile sogar teilweise empfehlen. Damian war natürlich dann auch nochmal richtig gemein und jetzt gibt es einen Teil, wo ich echt auf eure Hilfe angewiesen bin. Und zwar ist es diese graue
Sporthose. Ich verstehe es einfach nicht, warum man so einen warmen Stoff für eine Sporthose nimmt. Für dieses kurze Irgendetwas hier. Bin ja schon am Überlegen, ob ich die heimlich einfach wegtue. Ich weiß, Damian trägt die eigentlich relativ gerne. Aber ich kann sie so gar nicht leiden, auch nicht an ihm. Das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum er die ausgewählt hat. Also irgendwie elegant oder anders stylen. Ich hatte da wirklich einfach keine Idee in diesem Fall. Ich habe das eher sportlich gestylt mit meinen Laufschuhen und so einem einfachen Printshirt. Passend dazu noch so eine Trainingsregenjacke. Ich glaube, ich habe ja total ins Klo gegriffen mit dieser Kombination. Also seid beruhigt, auch ich bin mal komplett ratlos, wenn es um solche Klamotten geht. In diesem Fall würde ich einfach sagen, eine Hose, die okay für zu Hause ist oder wenn man halt mal keine andere Hose hat. Aber in diesem Fall einfach wirklich nichts für mich. Was gibt es Besseres als ein Männerhemd in einem super klassischen blauen Print? Wer mein Alles anprobieren Video gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich blau nicht so geil finde. Beziehungsweise einfach an mir selbst nicht so geil finde, weil ich das Gefühl habe, dass das mit meinem Farbton, also meiner Hautfarbe und so irgendwie nicht so ganz passt. Gerade bei Hemden mit diesem typischen Stehkragen kann die ganze Geschichte sehr schnell sehr kastenförmig wirken. Ich habe es angezogen und es ist auf jeden Fall zu groß, aber der Klassiker erstmal Ärmel hoch. Passend dazu habe ich dann eine schwarze Skinny Jeans kombiniert und habe mir gedacht, wir stecken das ganze Hemd jetzt komplett ein und ziehen dazu jetzt einfach einen Gürtel ein, der unsere Taille nochmal richtig in den Vordergrund bringt. Dann habe ich überlegt, wir ziehen dazu ein paar Chelsea Boots an und machen den Kragen nochmal ein bisschen auf, ziehen wieder die Baker-Boy-Mütze auf und kombinieren dazu eine schwarze Statement-Tasche in Umhängeform mit einem goldenen Band. Silber wäre natürlich in diesem Fall eventuell besser gewesen, beziehungsweise kann man da so ein bisschen gucken, dass man es mit der Gürtelschnalle aufeinander abstimmt. Das habe ich in diesem Fall jetzt leider nicht gemacht. Aber ich finde die Kombination zwischen Silber und Gold jetzt auch nicht so schlimm. Also wenn es einfach von den restlichen Formen und Teilen passt, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn es Gold und Silber ist. Aber das ist natürlich Typsache und kommt drauf an, was euch am besten gefällt. Ich persönlich finde das Outfit super und bin total begeistert und will das Hemd jetzt sogar behalten, obwohl es blau ist, was ich niemals gedacht hätte. Ich weiß auch nicht, ob ich damit überzeugen kann, dass ich dieses Hemd habe. Aber ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, wo wir zusammen im Haus wohnen und ich seinen Kleiderschrank dauerhaft vor mir habe. Und ich dann einfach sagen kann, hey, damit das Hemd öfters genutzt wird, kannst du das tragen und ich kann es tragen, wir können es beide tragen. Ist doch cool, warum nicht? Also ist es nicht super praktisch, wenn man ein Kleidungsstück kaufen kann und beide Partner das tragen können? Das finde ich ist schon echt praktisch, ne? Falls ihr übrigens mal ein Update von unserem Haus haben wollt oder noch viele, viele weiteren Outfit-Inspirationen so mal zwischendurch und vor allen Dingen natürlich auch sehen wollt, was ich so im Real Life tagtäglich trage, das zeige ich euch nämlich ganz oft und zwar zeige ich euch das nämlich ganz oft auf Instagram in meiner Story. Dort könnt ihr auch jetzt direkt, wenn das Video online kommt, nochmal genau abstimmen, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Mich interessieren wirklich immer sehr eure Meinungen und das ist direkt der erste Link unten in der Infobox. Es würde mich wirklich extrem freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Also meine Instagram-Community ist so. Und ich finde es so cool, dass ihr da alle so fleißig mitarbeitet und mit mir zusammen den Kanal gestaltet. Deswegen sehr, sehr gerne vorbeischauen. So, ich will mich jetzt aber nicht wiederholen, denn wir kommen nämlich zum nächsten Teil. Abseits von diesem Hemd hat er mir dann nochmal so ein übergroßes Strickshirt gegeben. Wow, die Sonne kommt raus. Merkt man direkt, dass hier alles so hell wird, ne? Das Wetter, das ist so toll momentan. Und das ist auch genau das Wetter, wo wir jetzt auch sowas zum Beispiel tragen können. Denn ihr werdet gleich die Kombi sehen, die ich gemacht habe mit diesem Strickshirt. Als ich gesehen habe, dass er mir das ausgesucht hat, dachte ich so, oh mein Gott, das ist nicht leicht. Einfach aus dem Grund, weil ich dachte, es ist zu kurz, um daraus ein Kleid zu machen. Als ich das dann anhatte, dachte ich so, oh mein Gott, yes, es ist lang genug für ein Kleid. Perfekt. Also habe ich eine schwarze Strumpfhose dazu angezogen, schwarze Boots, habe nochmal einen schönen taillierten Gürtel genommen und zwar diesen sehr, sehr schönen goldenen Gürtel mit der Doppelschnalle in diesem Cowboy-Look. Finde ich persönlich super. Und übrigens findet ihr auch die Links zu den verschiedenen Kleidungsstücken immer auch bei 21 Buttons. Der Benutzername ist einmal der hier und der Link zu der App ist auch direkt unten. Also falls ihr immer das richtige Kleidungsstück finden wollt und den direkten Link, dann lohnt es sich da für euch vorbeizuschauen, falls ihr irgendwie was nachkaufen wollt. Und ich fand, dann war dieses Teil dann auch schon irgendwie so sehr, sehr schick. Dann habe ich mir gedacht, so, das kombinieren wir jetzt aber nochmal zusätzlich. Und wenn ich mich nicht täusche, meine ich mich zu erinnern, dass ich diesen braun karierten Mantel angezogen habe. Ich liebe diesen Mantel. Er ist völlig perfekt. Dadurch, dass wir auch so einen warmen November haben, kann man diese Kombination wirklich super angenehm draußen tragen, ohne dass man friert. Und passend dazu kann man jetzt noch so eine rote Tasche wieder kombinieren. Damit man nochmal so einen kleinen Farb-Eye-Catcher hat. Und passend dazu funktioniert natürlich auch diese Baker-Boy-Mütze. Wie ihr seht, das ist auch so ein Basic-Teil, was wirklich zu so vielen Outfits passt. Sei es, wenn ihr so ein bisschen den sportlicheren Hauch habt oder wie jetzt halt eben diesen eleganteren Hauch. Gerade in dieses Outfit, genauso wie mit dem blauen Hemd auch, bin ich total verliebt. Und auch wie mit dem Sweatshirt ganz am Anfang. Nur das Einzige war halt diesmal die Sporthose, wo ich wirklich sage so, was tue ich damit? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich total happy bin mit diesem Männerklamotten-Kombinier-Video und extrem gespannt bin, was ihr dazu sagt. Und vor allen Dingen, ob ihr euch noch einen weiteren Teil wünscht.
gewünscht, da ich ja jetzt momentan eine sehr lange Pause mit dem Männerklamotten-Kombiniervideo gemacht habe. Aber Damians Kleiderschrank gibt hoffentlich noch so ein paar Sachen her. Vielleicht sollte Damian auch einfach mal alles anprobieren, was in seinem Kleiderschrank ist. Obwohl er mich killt, wenn er das machen muss. Alle Links, die ich euch erwähnt habe, sind unten in der Infobox. Wie gesagt, es würde mich extrem freuen, wenn ihr einfach mal so ein bisschen auf meinem Vlog-Kanal schaut oder auf Instagram oder auf 21 Buttons, je nachdem, was euch halt eben gerade auch weiterbringt und was euch hilft und wo die Infos sind, die ihr zusätzlich noch braucht. Ansonsten alle Anregungen wie immer sehr gerne unten in den Kommentaren. Ich verlinke euch hier die letzten beiden Männerklamotten-Kombiniervideos. Klickt euch da sehr gerne durch. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!